Finalmente. Finalmente limpiaste los dientes, señor. Para la cocora, la mimisicial. Dann benutze ich halt den Scheiß Hut, ist mir jetzt auch egal. Willst du mal sagen, was wir heute machen? Heute spielen wir... Na komm, sag, wie das Spiel heißt. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video. Und zwar, ihr seht schon im Titel, heute gibt es die Kunstlegenden. Denn wir wollen euch heute mal zeigen, wie gut wir eigentlich und talentiert wir sind im Bereich Bauen. Schmocki, kannst du mal, hast du schon mal so deine Erfahrung im Bauen gemacht? Also. Jo, ich bin ziemlich krass, muss man sagen. Ich habe auch ein paar Advanced Bau-Tutorials hochgeladen. Auf jeden Fall, der ist im Dotospawn übrigens immer gebaut. Ist auch gewesen. Von mir natürlich selber gebaut. War immer von Schmocki gebaut, deswegen kam auch so selten Videos, da der Gute nämlich immer so busy ist im Bauen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn Schmocki halt meistens kein Video bringt, dann ist er beim Spiel halt so viel Vanilla. Bin ich gerade am Master Builders. Er muss halt wirklich das Bestmögliche rausholen. Das ist halt ziemlich wichtig und dafür könnt ihr auf jeden Fall schon mal eine positive Bewertung da lassen. Einen Like gleich ein Respekt an Schmocki Kappa. So, Gang, geht jetzt die Runde schon los. Ich sehe übrigens sehr sexy aus. Mal sehen, was wir bauen müssen. Schmocki, was ist deine Reaktion zum Begriff? Ganz egal was. Kinobesuch. Okay, ich wünsche dir viel Glück. Jo, Digga. Wirst du auf jeden Fall benötigen. Alles klar, ne? Gegen die Legende. Ja, gut. Ich muss jetzt mal ehrlich sagen, ich bin dann doch jetzt ein bisschen überfordert. Warum? Weil jetzt muss mir erstmal eine gute Idee kommen. Easy, Digga. Ist easy für dich? Ist richtig simpel locker. Ja, ich höre schon im Hintergrund, da geht's ordentlich ab bei dir in der Decke. Da geht's richtig ab. So, ich glaube, ich weiß schon, was ich mache. Hast du auch schon eine Idee? Ich habe schon eine Idee, ja. Das finde ich super. Freut dich das, ja? So, jetzt wird halt das Problem sein, dass wenn wir beide jetzt konzentriert sind, dass jetzt keiner mehr was sagt, so, ne? Hey, nee, du kannst mir ja gerne Fragen stellen, die dich interessieren. Du, nee, ich muss mich ja auch ein bisschen konzentrieren. Ach so. So, das ist ja das Problem jetzt an der ganzen Sache. Mich würde mal interessieren, Basti, wie bist du zu Minecraft gekommen? Du Schmocki, du musst jetzt hier gar nicht versuchen, mich abzulenken. Das wird nicht... Nee, wieso ablenken? Wieso ablenken? Ich möchte nur deine Zuschauer unterhalten. Ach, Digga, das ist eine nette, gemeinte Geste von dir in der Situation, okay. Aber... Ist dann nicht wirklich erforderlich. Dann vielen Dank für das nette Gespräch an der Stelle und. Jo, und auf Wiedersehen. Was machst du? Machst du wieder was Spezielles wie letztes Mal? Ja, ich denke über den Tellerrand. Schöne Grüße an Bergmann an der Stelle. Übrigens. Jo, der schaut es natürlich. Jo, der guckt jedes meiner Videos und bis jetzt sieht es bei mir absolut kacke aus. Ich das? Hab das bitte raus. Ja, soll ich rauscutten? Hätte ich jetzt so oder so gemacht. So, jetzt hör auf zu lachen, sonst ich muss so viel rausschneiden. Scheiße, alles fällt von mir. Aber, also ich muss wirklich sagen, mein Kino sieht so schön aus. Ach, baust du ein Kino oder was? Hast du jetzt selber dich revealed oder was? Ah, nein, ich mach... Ja, wie? Du doch auch. Also ich baue kein Kino, also ich baue was anderes. Kein Kino, Digga. Ja, mehr oder weniger baue ich ein Kino, aber ich habe da... Mann, du musst halt bei dem Spielmodus... Ich mach die Eingangshalle von dem Kino. Ich bin nicht Mainstream. Ja, man muss ein bisschen über den Tellerrand denken. The fuck, ja, also... Hä, das sieht halt übelst wack aus im Moment. Ja, meins sieht auch richtig kacke aus. Keine Ahnung. So in meinem Kopf sah das wunderschön aus, aber... Ja, im Kopf sieht meistens immer alles schön aus. Also ich wünschte, ich könnte wenigstens bauen. Ein bisschen bauen. Das ist echt furchtbar. Oh mein Gott. Freust du dich schon auf mein Meisterwerk? Ich freue mich sehr auf dein Meisterwerk, ja. Wie läuft's bei dir? Super. Wir haben ja noch 3,5 Minuten. Übrigens, Leute, falls ihr euch jetzt sagt, ich will gar kein PvP drin, das mag ich gar nicht. Mal gucken, wenn ihr nächstes Mal nett fragt, dann Spaß. Nein, aber ich finde es irgendwie ganz cool, mal sowas zu spielen, ich finde. Ich denke mal, dass ihr mich jetzt nicht alle direkt deabonnieren werdet. Wenn ich mal mit dem Schmocki mal ein bisschen mich mit einer Tasse Kaffee mal hier hinsetze. Bauen hier. Ich meine, es sind ja Spielmodus, das wissen wenige. Damit sind wir groß geworden. Okay, Mann. Also meins ist schon echt potthässlich. Wieso sieht es denn bei mir immer so scheiße aus, Mann? Ich verstehe das nicht. Ich bin jetzt aber auf jeden Fall sehr gespannt, was du da gestellt hast. Ja, ich habe ein bisschen problematisch. Also ich würde ganz gerne echt ein bisschen mehr Zeit haben, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ja, so das wünscht man sich immer. Ich muss jetzt ein bisschen für die, etwas blöderen, die das jetzt vielleicht nicht erkennen. Ah nee, das ist glaube, das ist doch obvious, was es ist. Also wenn jetzt einer mir dann irgendwie so, das ist ja kein Kino,
Dann tut's mir leid, also. Ich bin nicht so zufrieden, wie ich gebaut habe bis jetzt. Aber ich bin auch überhaupt nicht zufrieden. Was baue ich hier? So, das, man erkennt auf jeden Fall, was das hier sein soll. Ja. Ich krieg diesen Buchstaben nicht hin. Oh Gott, jetzt habe ich mich verraten. Ist eine kranke Idee, ist revealed. Ja, leider. Kannst du mir wieder nachmachen. Mann, ja, das ist halt, ich bin halt nicht so zufrieden mit dem, was ich gebaut habe. Ich weiß nicht. Aber es muss jetzt erstmal im Moment reichen. Hätte ich mehr Zeit gehabt, dann glaube ich... Was, ich habe 2 Sekunden? Ja, nicht nur du. Ich habe einen richtig beschissenen Energy Drink, muss ich sagen. Der schmeckt nach Traube. Digga. Okay. Autokino. Ist gar nicht so schlecht, die Idee. Ist eine krasse Idee. Von mir ein okay. Ist ein okay, ich finde das Auto voll krass geworden. Ja, ich finde die Idee richtig cool. Ja, ist auf jeden Fall krass kreativ. Ich würde da mehr als ein okay geben. Oh Gott, das warst du! Ja, ist okay, Digga. Ich mach mal auf jeden Fall Auge bei dir, ne? Das ist eigentlich ganz hübsch. Das ist eigentlich schon sick, ja. Aber... Ja, ist halt ein Vorhang so, ne? Okay. Ist okay für dich. Okay, bist du sehr kritisch. Mal sehen, wie deins nachher aussieht. Ja. Auf jeden Fall wird da... auf jeden Fall wird dann, auf jeden Fall wird man da einen Buchstaben zu sehen haben. Nein. Das war von Dark Shadow Girl. So, dass halt jeder ein Kino baut, weißt du, das ist halt low. Ja, ist doch klar. Ja, naja, aber Kinobesuch ist halt, man muss sich was einfallen lassen. Es ist natürlich krass gebaut, das ist eine krasse... Du bist der Kreative, es hat schon jemand geschrieben so, coole Idee bei deinem, also ich glaube sowieso, dass du erst mal was... Ist halt alles so... Ja, nee, das kriegt ein Naja, das ist halt, nicht, obwohl... Ja. Ja, er hat sich halt komplett verschätzt. Die wollen halt alle ein komplettes Kino bauen, so. So, ich bin mal auf Mr. Schmocki gespannt. Ich fall sowas von durch den Boden, Alter. Als ob? Doch. Ah. Oh mein Gott. Okay, ein Kinosaal, okay. Oh, ich bin ja so kreativ. Oh mein Gott. Bitte komm nicht. Nice, da ist er, alles klar. Das ist bestimmt nicht sein eigenes. Okay, jetzt ist es nicht mehr. Okay, also sieht aus wie so ein... Ja, oh. Sieht auch ein okay. Das ist für mich ein Naja. Echt? Naja, halt der Vorhang, das sieht halt... Ist, ja, schon richtig, aber halt von oben ist halt so... Ja, I don't know. Ja, ich war halt noch nicht fertig. Hätte jetzt nicht Dschungelholz genommen. Boah! Das ist schon ziemlich kritisch, ne? Hast du jetzt ein bisschen Angst, oder was? Ich hab ein bisschen sehr Angst. Okay, das ist halt jetzt auch so ein bisschen nicht Kino-like, ist halt jetzt so ein bisschen so bei Willi an der Kneipe. Das ist unser Pferde. Ist halt Willi an der Kneipe so ein bisschen. Bei Rudi am Fernseher. Ist halt hier auf den 27 Zoller so ein bisschen. So. Kriegt auch ein okay. Obwohl, naja. Geiler Film, ja, mega funny, Digga. Oh mein. Was ist das rote rechts? Ist es da. Ist bei dir jedes Kino immer mit Goldrand so? Also. Und die Tribüne sieht auch sick aus. Echt toll. Ist ein Naja für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Schmocki. Hm. Oh. Aber er gewinnt, oder was? Warum gewinnt denn das? Man hört dich nicht. Schmocki sagt mir jetzt nicht, dass jetzt genau jetzt dein Intro, dein Mikro. Ich glaube, ich weiß nicht, worüber ich mich jetzt aufrege, dass ich nur Sechster geworden bin oder ob dein Mikro nicht mehr geht. Ihr müsst wissen, wir hatten vor der Aufnahme schon ein paar Probleme mit seinem Mikro. Ist natürlich jetzt eine ganz coole Sache. Ja, da ist am Ende ein wenig was schief gelaufen. Nachdem Schmocki sein Mikro gefixt hatte, haben wir sogar in unserer ganzen Motivation noch eine zweite Runde gespielt, die auch noch ziemlich lustig war. Das Problem ist einfach nur, das Video ist schon ziemlich fortgeschritten und ich wollte jetzt keinen halben Kinofilm machen. Deswegen würde ich euch anbieten, wenn ihr eventuell kooperieren wollt, einen zweiten Part noch hochzuladen von den Kunstlegenden 2.0. Lasst es mich einfach wissen mit einer positiven Bewertung. Ich würde dann sagen, Leute, wir sehen uns heute Abend beim Livestream oder übermorgen beim nächsten Video. Bis dann, macht's gut, Leute. Haut rein und natürlich auch ein Ciao von Schmocki, der ist jetzt gerade nicht mehr da. Aber die zweite Runde wirklich, die ist wirklich mega sick. Leute, es tut mir leid, macht's gut, haut rein und ciao.